Herr Pfannenberg, Ihre Gewebeproben sind zurück. Tja, wie soll ich es Ihnen klar machen? Sie haben Krebs. Ach so, Sie interessieren sich für Kunst. Ja, ist auch ein sehr schönes Stück. Fluktuation 8, die Arbeit eines polnischen Actionkünstlers, Iszariot Pasadelski. Aber ich glaube, der Name sagt Ihnen nichts. Kommen Sie. Schauen Sie sich das an. Das habe ich selbst gemalt. Holz. Nein. Lassen Sie das doch. Verdammte Kassenpatienten. Komm, raus, du Arsch. Diese scheiß Kassenpatienten. Wer schickt mir diese einfachen Menschen eigentlich immer ins Haus? Der nächste Patient kann lange warten. Eine bemerkenswerte Frau. Ich widme mich in der Zwischenzeit dem nächsten Patienten. Die ist fertig. Der nächste, bitte. Ah, mein Lieblingspatient. Willkommen, Herr Baxter. Na, wie geht es denn? Haben Sie schon Anschluss gefunden? Freundschaften geschlossen? So wie ich es Ihnen ärztlich angeordnet hatte? Das ist sehr traurig. Ich sagte Ihnen doch auch bereits, dass man zu sächlichen Dingen eine tiefe Beziehung entwickeln kann, ja? Haben Sie das nicht gemacht? Ja! Ach ja, das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas, ja? Herr Baxter, das ist schon etwas. Skulpturen, die Freunde der Menschen in der Not. Sag ich immer, ein alter Satz von mir. Ja, manchmal kann an einer Skulptur etwas dran sein, was an einem Menschen vielleicht nicht... Schauen Sie hier. Eine Golftasche. Gefällt sie Ihnen? So, ein kleiner Test. Wem gehören meine Socken? Und weg damit. Ja, was fange ich nur mit Ihnen an? Was für eine herrliche Skulptur. Darf sie mal anfassen? Nein, nein, die darf keiner anpacken. Ganz egal. Nein, nicht die Skulptur. Nicht die Skulptur. Scheiße, Teebeutel ausgerutscht. Herr Doktor? Ja? So, ist meine. Ist alles in Ordnung? Muss sie wohl verduften, nicht sie weg nach Rio. Mit dem Flugzeug. Ich war übrigens der letzte Patient. Warte ruhig. Ja, kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, dann ist das aber auch wohl gar kein Problem. Dann geh ich woanders hin.